erstmal Wasser rein. Dekorieren Sie das jetzt, wie Sie mögen. Da kann ich Figuren reingeben, Muscheln, Steinchen oder wunderbar eben auch mal so Kaffeebohnen oben drauf. Sieht auch toll aus. Ein bisschen Lebensmittelfarbe, davon brauche ich ganz wenig, weil das soll ja schön hell leuchten. Und jetzt gießen wir oben drauf Salatöl. Haben wir in der Küche Rapsöl, Sonnenblumenöl, ganz normales Speiseöl, davon brauchen wir 1 cm. Und um das jetzt anzuzünden, nehmen wir die Schwimmlichter. Da sind in der Packung 5 Stück drin, kann man also 5 Kerzen gleichzeitig machen. Und den Docht machen wir selber aus Haushaltsküchenpapier. Toilettenpapier, das ist Zellstoff, Tempotaschentücher kann man dafür auch nehmen. Das verbrennt nicht, das transportiert nur das Öl nach oben zur Flamme. So eine kleine Ecke abreißen, zusammendrehen als Papierrolle und dann schneiden wir von dieser Papierrolle 1,5 cm ab. Das ist wichtig, 15 mm, weil dann habe ich eine rußfreie Kerze. Diesen kleinen Zipfel in die Mitte reinstecken, auf die Kerze drauflegen und dann zünden wir das an. Die brennt mit 1 cm Pflanzenöl 25 Stunden. In der Zeit musste man 10-mal die Teelichter austauschen. Hier haben wir die ganze Nacht schönes Kerzenlicht. Sie können die natürlich jederzeit ausmachen, später wieder anzünden. Solange da Öl drin ist, brennt die immer weiter. Und wenn die dann irgendwann nicht mehr brennt, dann liegt das daran, dass das Pflanzenöl alle ist. Dann nehmen Sie das Schwimmlicht raus und machen Sie mit demselben Schwimmlicht die nächste Kerze. Das ist Glasfaser-Carbon, die benutzen wir ein Leben lang, gehen nicht kaputt. Einmalige Anschaffung. In der Packung sind immer 5 Schwimmlichter drin, kann ich also 5 Kerzen gleichzeitig machen. Fassen Sie auch mal an, die werden nicht heiß, die werden nur lauwarm. Hier habe ich einen Pappbecher. Vorführen tue ich das in einem Plastikgefäß, das ist vollkommen ungefährlich. Wenn das Salatöl alle ist, ist ja nur noch Wasser drin und dann geht die aus. Gibt es keinen Zimmerbrand. Und wie ist das, das Öl? Das Öl verbrennt. Das Öl wird immer weniger. Das war gestern 1 cm. Gestern Morgen. Das wird ja immer weniger. In dem Moment, wo das Öl alle ist, brennt sie nicht mehr, geht sie aus. Das Wasser löscht die Kerze. Es gibt also keinen Zimmerbrand. Es sei denn, Sie können zwischendurch auch mal Öl nachschütten. Dann brennt die Kerze natürlich auch länger als 25 Stunden. Ja, und wie ist das mit den, das Öl verbrennt? Kann man die deswegen nur draußen benutzen oder auch drin? Also Sie meinen wegen dem Geruch? Nee, wegen dem Öl, sag ich mal. Das ist, ja, da fahren Autos mit. Und da stehen wir daneben und atmen das auch ein. Das ist nicht das Problem. Das ist ungiftig. Das ist Lebensmittel. Das Essen trinken wir, das riechen wir, weil es aus dem Auto hinten rauskommt. Ne? Geruchsneutral. Vollkommen ungefährlich. Kann nicht passieren. Machen Sie sich keinen Kopf darüber. Sie sollten nur kein Olivenöl nehmen. Erstens teuer und Olivenöl. Wenn ich das erhitzen tue, riecht das nach Öl. Pflanzenöl nicht. 98 Cent so eine Flasche im Supermarkt.